Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Coral Island. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gefragt, geguckt, wie auch immer. Und ja, wie kommt man jetzt zur Savanne? Das möchte ich euch kurz erklären. Denn so wie es scheint, gibt es da nur einen Weg. Und der Weg heißt mindestens noch Millionen Folgen. Jetzt sagt ihr, hä? Bro, laber doch keinen Schwachsinn, doch nicht Millionen Folgen. Doch, Hintergrund kann ich euch auch gleich erklären. Muss nur erstmal ganz kurz hier alles einsammeln. Denn wie einige bestimmt mitbekommen haben, habe ich das Spiel sehr spät angefangen. Ich habe vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen, was den Progress angeht. Ja, nimm die Energie, kann ich jetzt gar nicht nehmen. Super. 2 von 10. Das vermehrt sich dann irgendwann. Okay. Gut, dann zeige ich euch das mal. Erstmal hier gucken, ob ich davon noch irgendwas abgeben kann. Nein, okay. So, dann machen wir das jetzt mal. Wahrscheinlich hätte ich auch Mandelöl herstellen können, egal. Das behalte ich mal lieber noch. So. Dip, dip, dip. Huch, da habe ich ja noch einen. Ah, der ist schon gespendet, okay. Den muss ich auch nirgendwo abgeben. Das ist schon mal gut. So, dann erkläre ich euch ganz kurz, wie kommt ihr in die Savanne? Also wie ihr hinkommt, direkt weiß ich jetzt nicht. Ich habe herausgefunden, erstmal, es wäre hier über diesen Weg, angeblich. So, und dann müsst ihr hier alle abgeschlossen haben. Alle. Ja, das heißt, Insekten bei Tag, Sandlaufkäfer gibt es jetzt zu der Jahreszeit nicht, Ozeantierchen wahrscheinlich auch nicht, Süßwasserfische muss ich mich noch kümmern, Salzwasserfische und seltene Fische. Und hier das gleiche, hier haben wir die Steine, da bin ich ja schon dabei, mich drum zu kümmern. Seltene Früchte, hoffe ich, kriege ich jetzt auch schnell voll. Seltenes Kochen, da muss ich gucken, wie ich das herstelle. Dann haben wir seltenes Kunsthandwerk. Das heißt, hierzu zählt auch Kimchi. Was wahrscheinlich auch kochen ist, aber keine Ahnung. Und seltene Tierprodukte. Und da weiß ich noch nicht, wo ich das große Lama oder wo ich ein Lama herbekomme und wo ich eine Kaffeebohne herbekomme. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich da mich noch mehr um die Tiere kümmern. Das heißt also, auch da muss ich erweitern. Jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Ihr seht, ich bin mitten im Winter. Ich habe noch einiges zu sammeln. Ja, das können wir auch einmal ganz kurz wieder angucken. Das heißt, wir gehen zurück zur Farm. Schauen uns jetzt einmal ganz kurz nochmal an, was brauche ich noch, beziehungsweise was muss noch gesammelt werden. Ja, wir wissen jetzt Prognoseinsekten. So, insektentechnisch fehlt uns hier der Vogelflügelschmetterling. Den müssen wir zwar nicht spenden, aber er fehlt. Hier fehlt uns der Papilus troilus. Hier fehlt uns nichts weiter. Der Troilus. Der Troilus. Also hier haben wir alles bis auf Schmetterlinge. Vogelflügler Schmetterling. So, wenn wir jetzt rübergehen zu den sammelbaren Sachen. Ja, da weiß ich, da haben wir alles. Das wollte ich jetzt gar nicht gucken. Zu den Fischen. So. Gehen wir zu den Fischen. Sehen wir, dass wir hier alles haben. Wir wissen aber auch, dass wir beim Waldozean noch den Mandarin-Leierfisch brauchen. Oder Mirisam war es, glaube ich, ne? Genau, oder hier den Kabeljau. Ähm,
Ja, also hier fehlen uns noch zwei Fischarten. So, das ist erstmal das, was uns fehlt. Das heißt zwei Insektenarten und zwei Fischarten. Jetzt habt ihr aber gesehen, wir brauchen noch viel mehr. Wenn wir jetzt mal auf das Datum gucken, der 7. Winter. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. So, dann wechseln wir mal jetzt hier auf die sammelbaren Objekte. Das sind diese Sachen. Genau, ich wollte hier gucken. So, hier haben wir auch noch Sachen, die wir sammeln können. Genauso hier. Ich glaube, im Reich des Seevolks gibt es nichts. Hier gibt es noch einen Hummer und hier haben wir alles. Auch hier fehlen uns Sachen. Also, ich habe jetzt folgende Möglichkeiten. Ich kann jetzt sagen, okay, gut. Wir machen jetzt grob gesagt, wie viele Tage hat... Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz ins Haus. Wie viele Tage hat so ein Monat? Ich glaube, 28 waren es. Ja, 28. Das heißt, ganz grob gesagt, wir sind jetzt beim 7. Wir machen 70, 84, 91, 98, 105 Folgen weiter, bis wir das rein theoretisch erreicht haben. Oder aber er sagt, okay, gut, Tro, ist in Ordnung, dann gib Gas und versuch so schnell wie möglich die Tage rumzukriegen. Das heißt also, sobald ich alles gefangen habe, let's go, schlafen, 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 schlafen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ja? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Andere Möglichkeit wäre, um halt den neuen Content irgendwann doch, sage ich jetzt mal, präsent zu haben. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir sagen, okay, gut, Tro, wir machen das wie folgt. Du, das Heu ist leer. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass es Heu leer ist. Okay, ich muss Heu holen. Ja, andere Möglichkeit wäre, wir sagen, ich mache alles offscreen. Und wenn ich das offscreen mache, dann heißt es auch in dem Augenblick, es könnte gegebenenfalls Content verloren gehen. Also geldtechnisch hier erstmal, ich habe jetzt keine Lust, da groß was herzustellen, weil Geld habe ich erstmal aktuell. Das heißt, ich werde es nur verkaufen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da echt neugierig, was ihr sagt. Nicht, weil ich mich nicht entscheiden kann, sondern einfach, ich möchte natürlich dann versuchen, euch so den Content zu liefern, wie ihr ihn gerne konsumieren würdet. Ja. Einkaufen. Das ist etwas, was ich jetzt gerade ehrlich gesagt richtig nervig finde, dass man da nicht angeben kann, ey, ich möchte gerne 500 Stück kaufen. Ich weiß, das war jetzt sehr laut für die Ohren. Es tut mir leid. Kann ich schon neue Tiere kaufen? Nur ein Pferd, aber kein Lama, kein gar nichts. Damit kommst du deutlich schneller voran als mit zwei Beinen. Ach, mach Sachen. Zum Glück sagt er mir das. Ich glaube, den brauchte ich jetzt nicht, ne? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja. Das ist halt jetzt, wie gesagt, die Herausforderung. Und ich denke mal, das zählt auch so
in diesem Zusammenhang auch für manche anderen Sachen, dass wir halt einfach die Sachen fehlen. Also insofern, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was da eure Meinung ist. Wow. Das mit dem Nehmen ist ja auch bei weitem einfacher geworden, ne? Muss ich einfach mal so anmerken. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell die Eier gesammelt. Noch nie. Ich glaube, aufgrund der Menge könnte es wieder ein Level abgeben. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, finde ich. Okay, das heißt, das haben wir jetzt erstmal erledigt. So, dann rein damit. Lass mal das jetzt erstmal laufen. So, dann gehen wir erstmal zum Schmied können wir noch nicht gehen, weil ich brauche erstmal Platz im Inventar. Machen wir auch erstmal weg. Die Eier will ich dann doch noch behalten. Ich habe zwar genügend Geld, aber halt, da ist noch eine Zitrone gewesen. Wir packen die Eier erstmal hier rein. So, und jetzt sollte ich genügend Platz haben für den Schmied. Es ist Sonntag. Warte mal, hat der Schmied Sonntag auf? Nein, natürlich nicht. Da komme ich auch nur auf den Gedanken. Okay, der Schmied hat nicht auf. Das heißt, die Sachen kann ich erstmal aus dem Inventar wieder rausnehmen. Jetzt kann ich halt überlegen, Edelsteine farmen oder im Wasser suchen. Im Wasser suchen macht erstmal gar keinen Sinn. Ne? Danke. Halt, aber hier, Dingsabungs hat auf, Ling. Ling hat auf, dann entwirre ich jetzt erstmal alles mit Ling. Schlussendlich gibt es ja auch Geld. So. Ob ich hier genügend Platz habe? Ich werde es gleich sehen. Ja, ich habe genügend Platz. Also Knochen habe ich auch viele gefunden. Ich kann mir schon selber einen Dinosaurier nur alleine durch die ganze Anzahl an Knochen bauen, hä? Wichtig ist erstmal Platz im Inventar. Das ist das, was auch zählt. Ja. Drei Sachen gespendet. Drei. Ich weiß, ist jetzt gerade nicht so das Größte, aber hey, was soll's.
Jetzt kann ich mir Gedanken machen, will ich ins Wasser? Was mir aber, glaube ich, eigentlich gar nichts bringen wird. Ich glaube, es war jetzt nichts im Wasser, was ich gebrauchen könnte. Jetzt erstmal aktuell gesehen. Kann aber auch sein, dass ich mich hier... Kann aber auch sein, dass ich mich da extrem dann täusche. Das möchte ich nicht abstreiten, aber wenn, dann würde ich eher in die Minen gehen und versuchen, noch Edelsteine zu bekommen. Oh, hi. Ja, perfekt. Es hätte dann auch die Frage, was macht man da am besten? Geht ihr dann auch mit Dynamit ran oder... Macht ihr das dann doch noch immer per Hand? Komm, alles einsammeln, was wir irgendwo einsammeln können. So. Wir brauchen jedenfalls so viel wie möglich an Ressourcen. Was bräuchte ich denn eigentlich, um Dynamit herzustellen, der Stufe 3? Gucken wir einfach mal, was wir dafür brauchen. Gut. Das sollte ja wirklich gar kein Problem darstellen, ne? Dann gehen wir damit einfach mal runter. Dann machen wir das so. Rein theoretisch lohnt es sich ja. Oh oh. Oh, schön. Das war ja praktisch. Ja, also wir brauchen da echt, ich weiß nicht, Glück. Ich könnte jetzt auch nicht mal mehr sagen, so von wegen, in dem Gestein oder da ist das drin. Eine Windgeode. So, dann platziere ich den mal dazwischen. Gehe hier rüber und platziere den da. Gehe wieder rüber und sammle hier erstmal alles ein. So, die Gegner lassen mich halbwegs in Ruhe. Finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, da ist ein guter Punkt. So, das bisschen, was ich hier noch finde, kann ich eigentlich mitnehmen.
Aber, so wie ich das hier sehe, finde ich hier gerade sehr viele Windgeoden. Und das finde ich schon mal richtig gut. Wir haben es 18 Uhr. Nein, so rum. Dann mache ich das hier. Ich laufe hier mal ganz kurz beiseite. Den platziere ich dann mal hier. Das war knapp. So, und die sind ein bisschen aggressiver. Ach, komm. Blöde Fliege. Ja, ich habe mich erwischen lassen. Es tut mir leid. Dich ignoriere ich erstmal. So. Leider hat sich auch noch immer nicht geklärt, was ich mit den Fackeln anfangen kann. Ob ich die sammeln muss oder nicht, weil ich sehe sie halt auch nicht im Warum habe ich die nicht getroffen? Ich sehe es halt auch nicht im Inventar. Das wollte ich sagen. Jetzt gucken wir mal. 7 Windgeoden habe ich bekommen. Das sind rein theoretisch 7 potenzielle Sachen, die ich abgeben könnte. Aber potenziell heißt es ja nicht, dass es definitiv so der Fall ist, ne? Jetzt ernsthaft. Noch eine Windgeode, das ist gut. Noch eine Windgeode. Ja, ich weiß nicht, macht es jetzt noch Sinn, hierfür was herzustellen oder nicht? Ich meine, rein theoretisch kann ich jetzt gerade viel herstellen, weil ich halt sau viel habe. Noch eine Windgeode. Ist halt wirklich die Frage. Ich glaube, ich brauche halt jeweils verschiedene Geoden. Also Feuergeode, Windgeode, Erdgeode und Wassergeode oder was auch immer die andere Geode war. Ich glaube, es war Wasser, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja, es wird spät, ich sollte wieder zurück. Okay, ihr schreibt es mir in die Kommentare. Die nächste Folge, wenn ich die aufnehme, habe ich noch nicht eure Kommentare gesehen. Das heißt also, nicht wundern, dass in der nächsten Folge da entsprechend vielleicht noch nicht auf eure Kommentare eingegangen wird, aber in den darauf folgenden wird definitiv drauf eingegangen und dann schauen wir einfach mal, wie es weiterläuft. Ach, ich bin so dumm. Museum und Farm klingt beides so ähnlich, ne? So.
Okay, wir haben 11 Geoden. 11 Geoden und 23 Brocken. Eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Gut. Dann sage ich jedenfalls schon mal danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge und ich sage, ich bin Otto. Haut rein. Tschüss.